Es ist ein schöner Herbsttag in Ponty Pandy. Norman und seine Schulklasse wollen heute einen Schulausflug machen, denn sie wollen Burg Schreckenstein besuchen, das große Rittermuseum von Ponty Pandy. Kinder, bitte bleibt alle zusammen und ganz wichtig, fasst bitte gleich im Museum nichts an. Verstanden? Das gilt auch für dich, Norman. Ja, Frau Müller, verstanden. Gut, Kinder, ich hab die Karten. Wir gehen jetzt rein. Und auf geht's ins Museum. Burg Schreckenstein ist bekannt für seine prächtige Ritterausstellung. Überall im Museum findet man Rüstung, Lanzen und vieles mehr. So, Kinder, jeder kann sich nun kurz einmal alleine umgucken, bevor unsere Führung durch die Burg startet. Bitte bleibt aber in der Nähe, verstanden? Norman entdeckt in einem Seitengang eine prächtige Ritterrüstung, Samtschwert und Streitaxt. Oh Mann, wie cool! So eine Rüstung hätte ich auch gern. Dann könnte ich den ganzen Tag als Ritter rumlaufen. Hey Kleiner, den ganzen Tag damit rumlaufen? Was meinst du, was so eine Rüstung wiegt? Das war früher kein Zuckerschlecken als Ritter. Puh, keine Ahnung. Vielleicht 10 Kilo oder so? Nicht ganz. Eher 30 bis 35 Kilo mussten die Ritter damals tragen können. Oft brauchten sie Hilfe beim Anlegen der Rüstung. Diese Gehilfen nannte man früher Knappen. Ah, okay. Nee, dann behalte ich lieber doch meine Klamotten an. Norman, kommst du bitte? Wir wollen uns jetzt den Thronsaal angucken. Ja, ich komm, Frau Müller. Wenige Minuten später erreichen Norman und seine Schulklasse den prächtigen Thronsaal der Burg. In diesem wird der sagenumwobene Fächer von Schreckenstein aufbewahrt, gut geschützt von schwerem Sicherheitsglas. So, liebe Kinder, wir haben bereits diese Woche in der Schule drüber gesprochen. Weiß noch jemand, wie dieser Fächer heißt und was für einen Wert er ungefähr hat? Ja, ich. Ja, Laura, du? Ich glaube, es ist der Fächer von Schreckenstein. Er stammt aus dem 15. Jahrhundert und soll einen Wert von über 100.000 Euro haben. Gut aufgepasst, Laura. So ist es. Es ist der Fächer von Schreckenstein, der wertvollste Gegenstand im ganzen Museum. Norman und seine Klasse bemerken nicht, dass eine weitere Person mit im Thronsaal ist. Bertie Brechstange, ein übler Ganove, der bereits mehrere Diebstähle in Ponty Pandy verübt hat. Bislang konnte die Polizei Bertie nie auf frischer Tat ertappen. Heute hat es Bertie Brechstange auf dem Fächer von Schreckenstein abgesehen. Diese Schulklasse hier passt mir aber gar nicht in den Zeitplan. Dachte, ich wäre hier heute Vormittag ungestört. Aber egal, mit meinem neuen Spezialhammer bekomme ich das Sicherheitsglas der Vitrine bestimmt auf. So Kinder, wir wollen uns nun mal die nächsten Räume angucken. Folgt mir. Norman und seine Schulklasse gehen in den nächsten Ausstellungsraum. Wenige Augenblicke später ist Bertie Brechstange allein im Thronsaal. So, endlich ist die Luft rein. Da ist der Fächer. Sieht er nicht toll aus? Oh, wie er glänzt. Nochmal umgucken? Keiner da. So, jetzt schnell meinen Hammer auspacken und einen gezielten Schlag auf den Rahmen. Da ist er endlich, der Fächer von Schreckenstein. Hey, was ist denn das? Mist, der Alarm. Dachte, der wäre tagsüber ausgeschaltet. Ich muss den Fächer irgendwo verstecken. Hier, ab in die Tasche damit. Bloß, wo soll ich die Tasche verstecken? Hier, hinter dem Spiegel ist noch Platz. Oh, jetzt aber schnell weg hier. Ich muss mich irgendwo verstecken, bevor die Polizei kommt. Kinder, ruhig bleiben. Ist bestimmt nur ein Fehlalarm. Bitte bleibt alle zusammen. Da war doch ein lautes Krachen zu hören. Mal gucken, ob was zu sehen ist. Norman schleicht sich langsam von der Gruppe weg. Er will nachsehen, was das laute Geräusch nebenan verursacht hat. Keiner hier. Aber überall diese ganzen Glasscherben. Der Fächer von Schreckenstein ist weg. Und hier liegt ein großer Hammer. Und was ist das hier in der Ecke? Hey, eine Tasche. Die war doch vorhin noch nicht da.
wie spannend. Mal gucken, was drin ist. Hey, der Fächer! Boah, ist der schwer. Nur wenige Augenblicke später erreicht die Polizei das Museum. Oberwachtmeister Scholz übernimmt sofort die Leitung des Einsatzes. Männer, wir müssen sofort alle Eingänge sichern. Lehmann, Sie sichern den Hintereingang. In Ordnung, ich bin schon unterwegs. Meier, Sie sichern den Haupteingang. Ich werde reingehen. Verstanden, ich sichere den Eingang. Nur wenige Augenblicke später im Thronsaal der Burg. Halt, stehen bleiben, Junge. Was hast du da? Den Fächer, aber das ist nicht meiner. Er gehört ja auch dem Museum. Bitte leg ihn ganz vorsichtig auf den Boden. In diesem Moment kommt Frau Müller in den Thronsaal. Norman, was machst du denn da? Du solltest doch bei den anderen Schülern bleiben. Tut mir leid, Frau Müller. Ich hab doch ein Krachen gehört und wollte mal nachgucken, was da los ist. Sie sind also die Lehrerin von diesem Jungen? Ja, er gehört zu mir. Warum hat der Junge dann eine Tasche mit dem Fächer in der Hand? Das kann gar nicht seine Tasche sein. Außer ein paar Rucksäcken hatten meine Schüler nichts dabei. Und bestimmt keine schwere Ledertasche. Na gut, habe ich mir schon fast gedacht. Dann muss der Dieb hier noch irgendwo in der Burg sein. Meier, Lehmann, der Dieb scheint noch in der Burg zu sein. Den Fächer haben wir bereits gesichert. Wir beginnen mit der Durchsuchung der Burg. Kurz darauf durchsuchen Oberwachtmeister Scholz und Lehmann Stück für Stück das Museum. Er muss hier noch irgendwo drin sein. Hier sind auf jeden Fall Fingerabdrücke. Die müssen wir später sichern. Wir suchen weiter. Wenige Minuten später erreichen sie den Rüstungsraum der Burg. Hier, im Rüstungsraum scheint kein Versteck zu sein. Fällt Ihnen gar nichts auf, Lehmann? Der linke Ritter sieht ein wenig, merkwürdig aus. Na, wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Bertie Brechstange ist. So ein Mist, ich meute natürlich, doch, Herr Wachtmeister. Ich hab hier nur eine kleine Pause gemacht. Ist klar, Bertie. Ich denke, wir werden deine Fingerabdrücke auf dem Fächer finden. So, mitkommen jetzt. Unten wartet bereits ein Taxi zum Gefängnis auf dich. Wenige Minuten später haben sich alle vor der Burg versammelt. So, Norman, beim nächsten Mal hörst du am besten auf deine Lehrerin und bleibst bei der Gruppe, damit es nicht wieder zu einer Verwechslung kommt. Verstanden? Ja, verstanden, Herr Wachtmeister. Ich werde beim nächsten Mal auch besser auf Norman aufpassen. Versprochen. Hauptsache, wir haben den Dieb auf frischer Tat erwischt. Dieses Mal wird Bertie nicht davonkommen. Und wieder geht ein spannendes Abenteuer in Pontypandy zu Ende. Falls ihr weitere Videos mit Feuerwehrmann Sam und seinen Freunden erleben möchtet, schaut doch gerne einmal bei unseren anderen Videos vorbei. Und falls euch das Video gefallen hat, gebt uns doch gerne einen Daumen hoch oder lasst sogar ein Abo da, denn unter allen Abonnenten werden wir ab sofort mehrmals im Monat tolle Preise verlosen.